Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir in Esslingen auf Regio TV. Mein Name ist Raphael Treit und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Diesmal befinde ich mich in Kirchheim unter Teck. Wunderbare, relativ große Stadt im Landkreis Esslingen. Immerhin fast 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Deswegen auch Esslingerin der Woche, die Oberbürgermeisterin Angelika Matt-Heidecker. Und wir sind sportlich unterwegs mit dem Team Esslingen und Handball. Jetzt aber erstmal hier auf den traditionsreichen Märzenmarkt in Kirchheim. Klasse, dass Sie dabei sind. Der Märzenmarkt, immer am ersten Montag im März, lockt nicht nur Händler, sondern auch viele Besucher in das Städtchen unter der Burg Teck mit seinen Teilgemeinden Jesingen, Lindorf, Nabern und Oettlingen. Und der Markt lässt auch bei nasskaltem Wetter ein wenig Frühlingsgefühle erwachen. Und wir fragen mal die Kirchheimerinnen und Kirchheimer, was das Besondere an Kirchheim unter Teck ist, warum sich hier ein Besuch lohnt. Weil es eine schöne, einfach mal eine schöne Stadt ist. Ne? Ich habe hier schon mal eine Bäckerei gehabt, gell? Durch das fühle ich mich wohl. Und ich wohne jetzt in Wendlingen, aber mit Sieg sind wir hoch. Meine Töchter wohnen hier, die möchten gar nie weg von hier. Sind auch eine geboren, gell? Ne? Ja. Der Flair, einfach bei einer wunderschönen Altstadt, die Fußgängerzone und hier das Leben, sowas wie der Monatsmarkt. Sachen, die sich einfach sehr fortsetzen müssen für die Zukunft. Viele Möglichkeiten für Kinder, also sämtliche Schulen sind da. Ein hoher Freizeitwert durch viele, viele Vereine. Und im Grunde das Stadtbild ist einfach toll. Die Umgebung, das ist gleich auf der Alp zum Wandern. Hat das Flair mit dem Markt, auch der Wochenmarkt samstags. Was sagen Sie? Ja, die Fachwerkhäuser, wie gerade sagt, die schöne Altstadt ist toll. Ja. Nicht zu groß, nicht zu klein. Ja. Und die Stadtgröße, okay. Ja, passt. Super. Bietet es eine besondere Lebensqualität auch für junge Leute? Ja, eigentlich. Also ich persönlich, mir gefällt es besonders gut hier, weil ich halt auch hier aufgewachsen bin und ich würde auch wieder zurückkommen. Die Leute sind super locker hier, es gibt wunderschöne Einkaufsläden, der Wochenmarkt belebt die Stadt. Für Jung und Alt Attraktionen, wirklich super schön, sehr personell und familiär hier alles noch. Jeder kennt den anderen. Ja, die Stadt, die wirklich individuell gestaltet wird von uns hier auf dem Wochenmarkt. Wir sind so eine kleine Familie und halten immer zusammen bei Wind und Wetter. So, und jetzt direkt von Kirchheim unter Teck mal zum Esslinger Handball und zwar zu Team Esslingen. Da haben wir ein Training besucht. Angespannt ist die Lage des Team Esslingen in der Landesliga, denn trotz des 31:20 Sieges gegen die HSG Wangen-Börtlingen steht die Mannschaft von Trainer Vassilio Pria, der kürzlich auf Thomas Freiwald folgte, mit dem Rücken zur Wand und ist zum Siegen verdammt. Will man die Klasse halten? Die Gründe sind der aktuelle Umbruch in der Mannschaft, aber Obrea blickt optimistisch in die Zukunft. Es ist ein großer Umbruch momentan. 7 Leistungsträger verletzbedingt oder aufgehört. Und die Spieler, die aktuell sind, sind 2 A-Jugend noch. Und die alle anderen, die waren Ergänzungsspieler. Aber mit dieser Spieler, wir werden bis Ende der Runde durchspielen. Und dann, wenn wir so Konzentration und dann gute Arbeit wie die letzten paar Wochen, dann werden wir wahrscheinlich schon schaffen, das drin zu bleiben. Aber auch im Falle eines Abstieges möchte man nach vorne blicken und mit dem neuen Team den Angriff auf den Aufstiegsplatz wagen. Aber noch ist es nicht so weit, denn mit dem Spiel gegen den HC Wernau gibt es eine weitere Chance, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Bevor wir gleich bei der Esslingerin der Woche, der Oberbürgermeisterin von Kirchheim unter Teck sind, erstmal eine kurze Werbeunterbrechung. Bleiben Sie dran, bis gleich. Treten Sie ein in eine Wohlfühloase mitten in der historischen Altstadt von Esslingen. In der einzigartigen Jugendstilkulisse können Sie sich erholen und für einige Stunden den Alltag hinter sich lassen. Merkelsches Schwimmbad. Ankommen, eintauchen, wohlfühlen. Bocklet, die Adresse für Sonnenschutz und Grills in Esslingen.
Ob Weber, Wolking oder Grillson, auf 600 Quadratmetern finden Sie mehr als 100 Grills und jede Menge Zubehör. Feiern Sie mit uns die Eröffnung der Grillsaison beim Grillopening am 14. März von 10 bis 16 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bocklet, mehr als nur Sonnenschutz. Ist auch Ihnen nachhaltiger Strom zu fairen Preisen ein Anliegen? Mit unserem Ökostrom Grün ES von den Stadtwerken Esslingen versorgen wir unsere Kunden zuverlässig, sauber und günstig. Wechseln Sie ganz einfach und kostenlos. Um alles andere kümmern wir uns. Unterstützen Sie die Allianz MTV Stuttgart und kommen Sie zu den Heimspielen in die Scharena. Weitere Infos finden Sie auf allianz-mtv-stuttgart.de. Katze. Familienmitglied. Sanfter Begleiter und Seelentröster. Wir helfen Ihnen beim Abschied. Tiba, das Tierkrematorium in der Region Stuttgart. Egal ob Einlagenversorgung, eine genaue Bewegungsanalyse, der für Sie passende Sportschuh oder das richtige Techniktraining. Fiala arbeitet für Ihr Wohlergehen. Fiala, laufend gesund. Tauchen Sie ein und entdecken Sie ein neues Körpergefühl. Gönnen Sie sich einen Energieschub und erleben Sie Wohlbefinden und Glück. Lindern Sie Ihre Beschwerden nachhaltig. Cryovel, gesund durch Kälte. Regio TV. So, und da sind wir wieder mit der Esslingerin der Woche, Angelika Matt-Heidecker, ihres Zeichens Oberbürgermeisterin der Stadt Kirchheim-Teck. Jetzt wundern Sie sich wahrscheinlich, Mensch, Moment mal, Esslingerin der Woche, aber es ist ja der Landkreis. Ja, wir gehören sehr gerne zum Landkreis Esslingen. Was ist das Besondere für Menschen, die jetzt Kirchheim-Teck nicht so kennen, an Kirchheim? Ach, Kirchheim ist eine Stadt des Mittelalters. Aber das heißt, auf der einen Seite spüren Sie die Historie hier, auf der anderen Seite sind wir eine sehr moderne Stadt. Das heißt, historisch geprägt, aber modern gestaltete Stadt. Und ich glaube, wenn ich auf der Homepage richtig gelesen habe, Sie haben auch mal gesagt, das Ganze hat so ein bisschen mediterranen Flair. Ja, das haben wir bekommen, diese mediterranen Flair, aufgrund dessen, dass seit den Mitte 50er Jahren sehr viele Menschen aus dem Süden Europas zu uns gekommen sind. Und wenn Sie heute durch die Stadt laufen, gibt es eine Anzahl von Gastronomie und das heißt auch Leben auf der Straße. Ja. Und das macht das Besondere an der Stadt aus. Sie sind von Fachwerkhäusern umringt, aber mediterranes Leben zwischen den Fachwerkhäusern. Etwas ganz Besonderes. Ja. Jetzt sind Sie ja nicht nur zum zweiten Mal Oberbürgermeisterin, also in der zweiten Amtszeit, sondern Sie sind auch hier aufgewachsen und geboren. Ja, das ist mein Makel. Ich bin nicht in Kirchheim geboren, ich bin in Grötzingen geboren. So. Grötzingen gehört zum Landkreis. Ja. Ich bin aber nach 4 oder 5 Tagen nach Kirchheim gekommen. Mhm. Also meine Kindheit, Schulzeit habe ich hier verbracht, war froh, als ich nach dem Abi weg durfte. Ich konnte mir nicht vorstellen, jemals wieder nach Kirchheim zu kommen. Allerdings, als dann unser Größter in die Schule kam, war es klar, wir wollen in einer Stadt unsere Kinder groß werden lassen, wo sie auch geborgen sind. Mhm. Und deswegen wieder zurück nach Kirchheim. Das heißt, Sie waren wahrscheinlich in Ihrer Jugend auch irgendwann mal in der legendären Villa tanzen, oder? Ich gestehe Ihnen, dass...
mein Alter ein bisschen davor liegt. Okay. Also Villa nicht, sondern ich bin groß geworden in der Bastion. Stimmt, also dieser politische Aufschwung ist ja immer noch cool, in den 70er Jahren. Ja. Also da wurde ich sozialisiert in der Bastion. Aber es gibt ja heute tolle Konzerte da. Ne? Also es gibt nach wie vor, ich denke, die Bastion ist nach wie vor etwas ganz Besonderes in unserer Stadt. Ja. Und ich bin dort auch sehr, sehr gerne. Heute kommen ja wirklich Weltgrößen, kommen nach Kirchheim. Okay. Ja, ein bisschen vielleicht zur Historie der Stadt. Ich meine, wenn man hier so rumschaut, sieht man ja zum einen schon mal historische Bilder. Hat das was mit Kirchheim zu tun? Also das sind ein Teil der Herzöge von Württemberg mit der Stadt unmittelbar nichts zu tun. Wir haben sie aufgrund eines Vertrages übernommen. Aber ich denke, sie symbolisieren doch in diesem Raum, in diesem Ratssaal dann auch ganz deutlich, was früher war und was heute ist. Nämlich heute gelebte Demokratie und damals, möchte ich schon mal sagen, leichte Despoten, die unser Land regiert haben. Mhm. Aber ich denke, auch schon etwas mit der Stadt zu tun. Wir haben hier das Schloss, das unter Herzog Ulrich erbaut wurde. Eines der 7 Landesfestungen von Württemberg. Und der ein oder andere von diesen Herren waren dann schon auch mal im Schloss. Und das Schloss diente auch zum Jagen. Mhm. Wenn der Herzog gekommen ist, wurde gejagt in den Wäldern von Kirchheim und gewohnt im Schloss. Jetzt haben wir März und draußen der Märzenmarkt gerade. Das hat ja auch eine gewisse Tradition. Das ist eine ganz, ganz lange Tradition in unserer Stadt. Wir haben das Marktrecht im 11. Jahrhundert erhalten. Und das wurde dann im Laufe des Mittelalters immer mehr ausgebaut. Und im 19. Jahrhundert war es ein richtig großes Marktwesen. Sie sehen auch noch heute, wenn Sie durch die Stadt laufen, überall gibt es unterschiedliche Namen von Plätzen. Es gibt den Krautmarkt, es gibt den Schweinemarkt, es gibt den Gänsemarkt, es gibt den Rossmarkt, den Wollmarkt. Das heißt, hier kann man heraushören, welche Marktplätze in der Stadt gegeben waren. Mhm. Und natürlich der Märzenmarkt und der Gallusmarkt, das ist das Pendant im Herbst dazu. Das sind eigentlich die Nationalfeiertage in der Stadt. Als Kinder, ich habe dann in der Schule frei bekommen und nachmittags ging man auf den Märzen oder auf den Gallusmarkt und wenn man einen Verwandten getroffen hat, dann hat man einen Marktkromer bekommen. Mhm. Das heißt, da hat man eine Mark oder wenn es ganz toll war, 2 Mark bekommen und damit konnte man dann auf den Vergnügungsmarkt gehen. Mhm. Also man ist immer die Stadt rauf und runter gelaufen, um irgendeinen Bekannten zu treffen. Ja. Landkreis Esslingen, Sie sind ja aber sozusagen am äußeren Rand auch Richtung Göppingen orientiert. Was ist dann für Sie mehr Bezug, gerade Göppingen oder Esslingen? Nee, also zu Göppingen haben wir Kirchheimer überhaupt keinen Bezug. Wenn, dann geht es nach Esslingen, aber noch mehr, das muss ich sagen, geht es dann eher nach Stuttgart. Ja. Und von Göppingen kommen viele zu uns, vor allen Dingen aus dem Gebiet rund um Schlierbach. Ja, ist ja ein bisschen schöner hier, ne? Ja, wenn Sie das sagen, nehme ich das gerne an. Okay. Aber wir sind, ich denke, auf die Frage von vorher auch zurückzukommen, seit dem Mittelalter, wir sind ein Zentrum, ein verkehrliches Zentrum zwischen der Alb, der Schwäbischen Alb und dann eben dem Neckarraum Stuttgart. Ach, da müssen wir unbedingt den Kirchheimern mal was klar machen, weil die dürfen doch nicht durch Esslingen durch nach Stuttgart. Also da muss man doch in Esslingen bleiben. Also ganz ehrlich, am liebsten ist mir es, wenn die Kirchheimer Kirchheim bleiben. Okay. Und jetzt mit der S-Bahn, wir haben seit 2009 die S-Bahn, dass eben viele Leute auch nach Kirchheim kommen. Ja. Und wenn Sie die Märkte angesprochen haben, wir haben ja nicht nur jetzt den Märzenmarkt und den Gallusmarkt, sondern wir haben 3-mal in der Woche unseren Wochenmarkt. Mhm. Und hier wird wunderbare Ware angeboten und am Samstag geht der Kirchheimer, die Kirchheimerin zum Märkten auf dem Markt. Das heißt, man geht nicht nur einkaufen, sondern man geht vor allen Dingen viel reden. Ja, okay. Also man trifft sich auf dem Markt. Dass die S1 jetzt tatsächlich also sozusagen über Ploching hinaus bis hierhin kommt, das ist schon ein kleines Weltwunder gewesen 2009, oder? Ja, ob es ein Weltwunder war, weiß ich nicht. Es war eine lange Arbeit. Ja. Also es waren 2 Vorgänger von mir, waren dort stark am Arbeiten. Nach 32 Jahren ist es dann gelungen, dass die S-Bahn in Kirchheim eingefahren ist, am 12.12.2009. Also den Termin vergesse ich nicht. Also Sie sehen, wir haben jetzt auch schon die Verkehrswege hier und die Möglichkeiten, hierher zu kommen, gleich offenbart. Insofern S1 nehmen Richtung Kirchheim-Tech. Ich darf Sie ganz herzlich einladen. Ein Besuch lohnt sich immer. Da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich darf mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Machen Sie es gut.